So, und schon hätten wir hier alles reingepackt, was wir so derzeit nicht mehr brauchen. Hunters Backpack, da könnten wir eigentlich auch ziemlich viel reinpacken. Miners Backpack, da haben wir wieder 12 Kohlen, wie ihr seht. Und Diggers Backpack, ach, sowas hier, was wir auch immer zuhauf kriegen. Das können wir natürlich auch ins ME-System packen. Mal gucken, ob da noch Platz für ist. Müsste ja. Das müsste alles sein, was wir schon mal drin haben. So, und die Kohle noch. Na, guck dir mal. Hat sich doch schön hier eingefunden. Gut, das hier haben wir jetzt bloß einmal. Hardendglas haben wir auch bloß einmal drin. Ich muss mal kurz ans Telefon, Leute. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Und jetzt weiß ich gerade gar nicht mal, wo ich hier stehen geblieben bin. Dabei habe ich gar nicht so lange telefoniert. Eigentlich vielleicht 5 Minuten. So, das Skelett da draußen läuft natürlich immer noch rum. Genau, wir hatten diese Kiste hier etwas leer gemacht. Und hier haben wir ja sowieso noch haufenweise Mist drin, der auch erstmal drin bleiben kann. Das bleibt auch. Das hier könnte man, wie gesagt, höchstens noch mit ins ME-System bringen. Aber ist jetzt auch nicht zwangsläufig notwendig. Also für Pfeile neue brauchen wir zum Beispiel auch Federn, Flint und Sticky. Wie viele Federn habe ich eigentlich? Wo sehe ich jetzt, wie viele Federn? Im Moment habe ich Federn im Hunters Backpack. Und da habe ich auch nur Pfeile, 4 Stück drin. Aber ich sehe jetzt hier nicht. Hier haben wir auch schon wieder Haufen Strings. Wie viele Federn habe ich denn eigentlich? 12 Federn. Gut, das ist jetzt auch nicht so viel. Tue ich mal mit hier rein in die Kiste, damit wir das bisschen besser im Überblick haben. Ich gehe mal gucken, was die Hühnchen machen. Beziehungsweise wir könnten Hühnchen mal wieder vermehren. Hühnchen essen doch Samen. Seeds. Nehmen wir mal Seeds mit. Dann nehmen wir mal Wheat mit. Ganz normales für die Karotten haben wir auch noch. Wer isst jetzt Karotten und wer... So, wer ist hier? Weizen? Ne, ihr wollt genau, ihr wollt alle Karotten haben. So, paart euch, paart euch, paart euch. Ich brauche viele, viele Schweinebabys. Und ihr wolltet doch Weizen, ne? Ihr Kühe wollt Weizen, alles klar. Zack, zack, zack. So, die Schafe wollen auch Weizen, alles klar. Und die Hühnchen, die geben sich mit Samen zufrieden. So. Na? Ach, wie kommt man so schlecht ran hier? Hey! Samen! Samen! Friss Samen! Friss oder stirb! Mann! Och! Ja, endlich hier! So, du kriegst auch nochmal hier was und du kriegst auch nochmal Samen und du auch nochmal Samen und du auch nochmal Samen. So, Samen, 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 Samen. Hier kriegt er noch Karotten, wer noch keine gehabt hat, alles klar. So, dann haben wir hier ein bisschen unsere Viehzucht wieder auf Vordermann. Das muss ich mir echt angewöhnen, das öfter zu machen, sonst kommen wir ja nie an ausreichend Federn für Pfeile. So, dann muss der ganze Schweinestall, der ganze Stall voller Hühner sein. Habe ich jetzt wieder was eingesammelt eigentlich im, wenn dann im Hunters Backpack? Na, ein paar Eier sind da drin, aber das... Oh, apropos Eier, die könnten wir dann auch mal da reinschmeißen, ne? Ins Gehege, da können ja auch Hühner draus entstehen. So ist es ja nicht. Da können wir ja auch ein paar Hühnchen bekommen, wenn wir Glück haben. So, ich gehe erstmal schlafen und dann hauen wir mal die Eier da in den Käfig rein. Vielleicht kriegen wir ja ein Hühnchen raus oder zwei. Oder wenn wir Glück haben, auch mehr wie zwei, aber das bezweifle ich schon fast. Da kommen ziemlich selten Hühnchen raus aus den Eiern. So, schmeißen wir mal kurz die Eier hier rein ins Gehege. So, oh, ein Huhn ist raus. 2. 3. Ach was. 3 Hühnchen haben wir. Das ist mal gar nicht so schlecht. 3 Babyhühnchen aus 8 Eiern. Das ist akzeptabel. Kann man mitnehmen. So, die Energiezelle ist auch bald voll. Das ist spitze. Ich leere mal hier den Müll aus wieder. So. Und dann kann das mal vollfüllen und dann können wir diese Energiezelle nämlich auch noch zur Quarry bringen, dass sie weiter abbauen kann. Wobei ich fast glaube, dass die schon bald am Ende sein dürfte, die Quarry. So, jawohl, hier ist alles drin. Das finde ich cool hier mit diesen fetten Stacks, dass man so fette Stacks hier drin machen kann. Alles schön übersichtlich, obwohl es doch einige
Items hier sind. Hier sind noch 14 Karotten. Guck mal, da kann ich die doch hierher stacken zu meinen. Haha, wieder ein bisschen Platz gespart. Ja, Raw Rubber und sowas können wir dann auch noch eigentlich wegtun. Das sind Chests. Warum brauche ich Chests hier drin oder Hardened Glas oder sowas hier? Das braucht man doch nicht. So, da haben wir nochmal ein paar Plätze gespart im ME-System. Da tue ich mal die Skystone Chest mit hier. Hardened Glas packe ich mal mit hier rein. Und die ME-Kabel kommen mal mit hier rein. Und dann haben wir schon wieder ein bisschen Ordnung geschaffen. So, das Fleisch tue ich auch mal wegräumen. Das kommt mal mit hier rein. So, und ich habe jetzt auch einen Pfeil und Bogen parat. Wo ist das Skelett? Ach, jetzt ist weg auf einmal. Jetzt hat es keinen Bock mehr gehabt. So, das ist auch fertig, die Energiezelle. Dann nehmen wir die mal mit in den Twilight Forest zu unserer Quarry. Und stellen das gut... Warum die spawnt denn der Mist hier nicht? Das ist doch nicht normal. Ich meine, okay, sieht zwar noch ganz lustig aus, wenn wir hier so ein Kirschbaum-Überbleibsel-Gehänge haben. Aber eigentlich müsste das Zeug hier despawnen. Hier ist kein Baum mehr, kein Holz. Könnt mich jetzt nicht erzählen, dass hier noch Holz ist irgendwo. Ich sehe nämlich nichts. Das ist bestimmt bloß ein Bug hier. Das kann bloß ein Bug sein. Oder ist tatsächlich noch irgendwo Holz? Das kann doch fast nicht sein. Ach, guck mal einer an. Da ist tatsächlich noch Holz drin. So. Noch mehr oder was? Jetzt muss ich aber mal gucken. Ach, da auch. Das gibt's doch nicht. Na, dann verbirgt sich hier bestimmt noch das eine oder andere Holz. Weshalb hier jetzt nichts despawnt. So, aber diesem Holz kommen wir schon auf die Schliche, meine Freunde. Das muss nämlich hier irgendwann despawnen. Das kann fast nicht anders sein. Haben wir hier zufällig noch was irgendwo? Sieht jetzt auch nicht so aus. Ach, da ist auch noch ein Holz. Guckt mal einer an. So, unsauber gearbeitet. Unsauber, dieser Förster. Absolut unsauber und unzufrieden. Und zack, zack, zack. Jetzt geht auf einmal alles weg. Wer hätte es gedacht hier? Warum despawnt das hier eigentlich nicht? Hier ist doch kein Holz mehr. Ja, das ist Bullshit hier. Warum das bleibt, das ist absoluter Bullshit. Da ist wirklich kein Holz mehr. Definitiv nicht. So, haben wir hier noch irgendwo was versteckt? Nee, da ist nichts. Da ist auch nichts. Da ist wieder ein Holz. Okay. Da ist auch noch eins. Ha. Okay. Na gut, die anderen können wir auch demnächst nochmal holen hier. Die Hölzer. Ich möchte eigentlich erstmal die Quarry wieder in Gang bringen. Da habe ich jetzt nicht so die Zeit hier, den ganzen Kirschblütenwald auseinanderzunehmen, unseren. Aber irgendwas fehlt hier noch. Irgendwo fehlt dann noch bestimmt das ein oder andere Holz, was ich übersehen habe mal. Hätte ich zwar nicht gedacht. Ich dachte, das sieht ein bisschen besser durch, aber falsch gedacht, Kelle. Absolut falsch gedacht. Also falsch, fälscher kann man gar nicht denken. Und ich dachte... Boah, bitte passen. So, die Quarry ist fertig. Die ist auf Obsidian angekommen. Okay, dann bauen wir auch diese Energiezelle hier ab. Gott sei Dank ist sie mir nicht runtergefallen. Was haben wir denn noch Wertvolles hier bekommen?
Nur Mist, nur Mist, nur Mist. Ich nehme mal alles mit, was hier einigermaßen von Wert sein könnte. Stickies, komm, wir haben so viele Stickies hier. Wir nehmen auch mal die Stickies mit. Das andere ist eher Mist. So viele Stickies. Das gibt's ja fast gar nicht. So, die Life Roots haben wir auch noch. Kann ich irgendwas in meinen Miners oder Diggers Backpack packen? Miners Backpack. Das wäre nämlich klasse. Jawohl. Sehr schön. Da können wir ein bisschen was reinpacken. Dann kann ich nämlich hier wieder ein bisschen mehr mitnehmen. Ruby nehmen wir mal. Flint nehme ich mal mit. Hatte ich hier noch Flint übersehen? Ja, da habe ich noch Flint. Oh, sogar zwei Eier. So, nehmen wir mal sowas alles mit. Zwei Eier, Flints, Redstone, bla bla blub. Und das alles. So, da muss ich mal wieder meinen Rucksack aufmachen. So. Und dann können wir wieder fleißig einpacken hier. Okay. Jetzt ist mein Rucksack langsam voll hier. Okay, bisschen ließ sich noch stacken. Uranium passt jetzt nicht mehr. Gut, das ist jetzt nur in Anführungszeichen ein Uranium. Das ist jetzt nicht die Welt. Würde ich sagen, tue ich mal das eine noch mit hier rein. Und dann würde ich eigentlich die Diamond Chests mitnehmen wollen oder die Quarry. Na gut, wir lassen es mal stehen. Wir tun das Ganze mal, das ganze System abbauen und dann suchen wir uns mal einen neuen Ort für die Quarry. Vielleicht machen wir das ja auch dann in der richtigen Welt, an einem Ozean oder sowas. Wir haben ja einen Ozean. Da könnte ich mir auch vorstellen, wie gesagt, gut, dass die Quarry da dran sitzt und arbeitet. So, jetzt können wir mal hier die ganzen Stickies und so weiter verstauen, die wir haben. Guckt mal, 406 Stickies. Dann diesen ganzen Mist. Eier brauche ich jetzt nicht. Flints und Kohlen und Amber. Und die Life Roots. Na gut, die packen wir auch mal damit rein. Das Holz packen wir auch mal damit rein. Die Sakura Saplings. Gut, die haben jetzt auch noch zufällig Platz. So, Miners Backpack wird ausgeleert. Und das kommt auch alles ins ME-System. Zack, 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 zack. Hui, 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 hui. Okay. Dann wäre hier soweit wieder ein bisschen 739 Redstones, wenn das mal nicht eine gute Menge ist. Meine Güte. Ach, hier haben wir nochmal 64 Redstones, sehe ich gerade. Okay. Da haben wir wieder 4 Eier, die schmeiße ich mal kurz bei uns ins Gehege rein. Mal gucken, ob wir nochmal Glück haben. Hui, 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 hui. Ach, verdammt. Kein Glück mehr gehabt. So, schnell rein. Und ein paar Eier hier einsammeln. Okay, die landen wahrscheinlich wieder in meinem Backpack. Digger Hunters Backpack. 3 Eier, gut. 1, 2, 3. Ah, jawohl, wieder ein neues Babyküken. So muss das sein. Na, dann wachst mal fleißig heran, meine Babykückchen. Okay, meine beiden Energy Cells, die würde ich mal gerne hier einlagern wollen. Beziehungsweise die eine, die können wir ja wieder an den Reaktor hängen zum Aufladen. Puff, die ist nämlich nicht voll im Moment. So. Dann kann die nämlich wieder aufladen. Dann haben wir vielleicht 2 volle Energiezellen, wenn wir die nächste Quarry aufstellen. So, alles klar, oh meine Freunde. Wird schon wieder Nacht? Ja, es wird schon wieder Nacht, ne? Da brauche ich jetzt auch gar nicht weiter losmachen hier. Und ich nehme schon wieder so lange auf. Ich bin schon wieder in der 2. Folge von dieser Aufnahmesession. Und muss feststellen, dass ich schon wieder zu fast kaum was gekommen bin hier. Das ist doch eine... Sag mal, wieso kann ich denn den Slime nicht angreifen? Jetzt?
ging gerade die ganze Zeit nicht anzugreifen. Es hat einen Werfenkopf, eine Pisten. Okay, auch neu. So, hat sich jetzt ausgeslimt hier, oder? Ich glaube, hier auf der anderen Seite ist noch was. Da. Okay, jetzt hat sich's ausgeslimt. Ich höre schon wieder ein. Meine Güte. Ständig diese Slimes. Überall und nirgendwo sind die. Okay, dann gehen wir mal kurz schlafen wieder, dass es hell wird. Ach. Hopsala. Hoch, Herr Jemini, und gute Nacht. Okay, da wären wir wieder. Runter. So, was machen wir denn heute eigentlich? Einen neuen Ort könnten wir suchen für die Quarry. Beziehungsweise ich nehme mal, wenn wir die abbauen, nehme ich zum Beispiel mal meine Wrench mit, ja? Vielleicht brauche ich das ja zum Abbauen der Quarry. Oh, da haben wir wieder eine Spinne. So, und schubstups, hui! Und dann könnten wir die Quarry mal in die richtige Welt packen, würde ich sagen, wenn wir ganz mutig sind. Oh, da haben wir einen Blue Slime. Komme ich an denen jetzt ganz fix unbeschadet ran? Ja, hier hinten rum. Den möchte ich nämlich ein bisschen jagen. Ich glaube nämlich den Blue Slime, den kann man auch für was gebrauchen. Wieso treffe ich den? Was ist denn hier heute los? Alter, wollen die mich verarschen? Jetzt. Jetzt habe ich ihn getroffen. Irgendwie hätte ich den die ganze Zeit nicht getroffen. Hui, nein. Darunter gefallen. Hier war aber noch ein Blue Slime, ne? War der auch auf dieser Seite? Der Schlucht? Ich höre ihn doch. Ach, da. Ah, ne, der ist... Na, der ist... Da unten. Okay, da möchte ich jetzt leider nicht runter. Da habe ich jetzt keinen Bock, keine Lust. Ich esse lieber mal was. Oh. Das ist ein Schwein. Oh. Ach, schade, du hast keine Karotte mehr für mich. Hm, hatte dabei so einen großen Hunger jetzt. So hat's gerade geschaut, hey. Tja, Pech gehabt. Wer nicht da saß, der nicht mehr. Na gut, du saßt eigentlich da, aber ich habe dir nichts abgegeben, weil ich ein Schweinehund bin. Gut, die Ranch. Effective Tool Pickaxe. Okay, baue ich es halt mit der Pickaxe ab. So, und das ist jetzt einfach nur ein riesengroßes Loch. Hier muss man halt aufpassen jetzt. Das kann ich so nicht abbauen. Vielleicht mit der Ach, auch mit der Spitzhacke, ganz normal. Okay. Dann so, die Diamond Transport Pipe. So, und die Kisten bräuchte ich eigentlich wieder. Na, jetzt werde ich bestimmt hier den ganzen Cobble und Dirt Mist bekommen. Ah ja. Boah. Ja, wenigstens die Chest habe ich auch bekommen. So, dann kann der ganze Mist eigentlich hier verkommen, hätte ich gesagt. Ich nehme das Zeug auf jeden Fall mal mit in die richtige Welt. Und da können wir ja dann die Erde und den Dirt und was ich jetzt so eingesammelt habe, einfach mit ins ME-System packen.